Innerhalb eines Augenblicks waren sie für alle Zeit verschwunden. Immer mehr schließen sich der Widerstandsbewegung an. Ganz durchschnittliche, normale, gebildete Menschen. Grant, wir essen, komm! Brady hat ihn zum Essen eingeladen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich einen 10-Jährigen zum Nachbarn habe. Cheryl, das ist Bruce. Hallo, Bruce, wie schön, Sie endlich kennenzulernen. Hallo. Was arbeitest du, Oliver? Ich bin Bauingenieur. Er hatte diesen Entwurf. Es war ein Bürogebäude. Dieses Projekt ist die reinste Lebensaufgabe. Er sagt, es wäre ein Einkaufszentrum. Warum sollte er lügen? Ich habe hier eine mögliche Namensänderung. Eine Sterbeurkunde? Was steht drin? Er hat seinen Namen geändert. Auf den Namen einer Person, die am Tag zuvor gestorben war. Ja, aber warum? Um die Person, die man war, verschwinden zu lassen. Hallo, Nachbar. Sein Name ist Oliver Lang. Ich wusste nicht, dass du Vorlesungen über Terrorismus hältst. Ist ein ziemlich schockierendes Thema. Es geht in dem Kurs um extremistische Gruppen. Scheinbar stößt man überall auf sie. Hörst du mich überhaupt zu? Nachbar, ist ein Terrorist, der Gebäude in die Luft gejagt hat? Er hat eine Bauzeichnung in seiner Wohnung, die er von mir versteckt hält. Michael, hast du dich ausgeschlossen? Irgendwas wird da geplant. Unser Haus ist doch dein Haus. Du weißt, wie er seine Freizeit verbringt. Sehr gut. Er fährt seine Kinder ins Camp, seine Töchter zum Ballett und... In seinem Haus stimmt etwas nicht. In seinem Haus ist alles in Ordnung, Michael. Haben Sie mehr Beweise über Ihren Nachbarn? Denn wenn das alles ist, sollten Sie Ihren Kurs abbrechen. Sie scheinen langsam davon besessen zu sein. Ich möchte meinen Sohn abholen. Er wurde heute Nachmittag schon abgeholt, Sir. Was hat der Teufel mit meinem Sohn angestellt? Du glaubst, du kennst mich? Sie müssen alle Leute aus dem Gebäude rausholen. Sie haben es auf das FBI abgesehen. Vorsicht! Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Sei einfach ein netter Nachbar und du bekommst ihn wieder zurück. Nein! Wenn du dich nicht endlich beruhigst. Dieser Transport ist eine Bombe! Achtung, bereithalten! Mein Sohn ist da drin, nicht schießen! Ich weiß nicht, ob ich für seine Sicherheit garantieren kann. Wir feiern eine Party. Du bist natürlich herzlich eingeladen.